Heute richten wir gemeinsam den neuen A1 NetCube 2 ein. Alles, was du dazu brauchst, ist genau diesen Backel. Wir haben natürlich den A1 NetCube 2, ein Netzkabel und, ganz besonders wichtig, die A1 SIM-Karte. Damit du surfen kannst, sind nur ganz wenige Schritte nötig. Wenn du den A1 NetCube 2 in einem A1 Shop oder bei einem Händler gekauft hast, ist die SIM-Karte bereits für dich aktiviert und eingelegt. Wenn nicht, bricht die SIM-Karte im grünen Bereich heraus. Seitlich des A1 NetCubes findest du den Steckplatz für die SIM-Karte. Jetzt legt die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein. Wenn du deinen A1 NetCube 2 im A1 Online-Shop bestellt hast, dann musst du vorher noch die SIM-Karte aktivieren. Das ist auf zwei Arten möglich. Entweder besuch auf deinem Smartphone oder einem anderen Gerät mit Internetverbindung die Seite www.a1.net/aktivierung. Gib hier die Rufnummer und das Aktivierungskennwort ein. Dieses hast du bei der Online-Bestellung selber festgelegt. Oder rufe unser Serviceteam unter 0800 664 147 an. Total einfach. Schließe jetzt den Netzadapter an den A1 NetCube 2 an. Das Gerät startet übrigens automatisch. Leuchtet das vierte Symbol permanent blau, ist das Gerät mit einem Netzwerk verbunden. Blinkt dieses Symbol blau, bucht sich das Gerät in ein Netzwerk ein. Leuchtet das Symbol jedoch rot, wurde keine SIM-Karte oder kein Netzwerk erkannt. Um eine drahtlose Netzwerkverbindung herzustellen, prüfe, ob das WLAN aktiviert ist. Das ist der Fall, wenn die WLAN-LED blau leuchtet. Wähle jetzt den Netzwerknamen in den WLAN-Einstellungen deines Computers. Diesen findest du auf der Unterseite des Geräts. Logge dich jetzt mit dem darunterstehenden Passwort, dem Wi-Fi-Key, ein. Tippe in der Adresszeile deines Internetbrowsers 192.168.1.1 ein. Gib das Passwort Admin ein. Dies ist das Standardpasswort und klicke auf Anmelden. Zur Verbesserung der Sicherheit solltest du dir ein neues Passwort anlegen. Um deinen PIN zu aktivieren, gehe unter Startseite, Status auf Internet. Klicke das blaue Feld PIN eingeben an. Gib jetzt den PIN-Code deiner SIM-Karte ein und klicke auf Anwenden. Den PIN-Code findest du hier. Unter Einstellungen, Sicherheit, PIN-Verwaltung kannst du die PIN-Abfrage auf der SIM-Karte deaktivieren. Dann muss der PIN-Code bei einem Neustart des A1 NetCube 2 nicht nochmal eingegeben werden. Zurück auf der Startseite unter Status Internet ist der Status deiner SIM-Karte und der Internetverbindung zusammengefasst. Wenn du wissen möchtest, wie viel du schon im Internet gesurft hast, dann schau einfach vorbei auf www.a1.net/mein-a1. Hier siehst du nicht nur deine Freieinheiten, sondern auch deine letzten Rechnungen und deinen Mobilpoint-Stand. Und wenn es ein bisschen mehr Speed sein soll, hier kannst du auch deinen Tarif optimieren. Das war's auch schon. Ich wünsche dir viel Spaß beim Surfen mit deinem neuen A1 NetCube 2. Einfach A1.